Ben Schäffler, Martin Gessinger und Nico Marquardt sind Parkourläufer in Berlin. Für sie zählt nur eins: der direkte Weg von A nach B. Egal, ob dabei Mauern, Treppen oder Häuserschluchten im Weg sind. Ein ständiges Ausloten der eigenen Fähigkeiten und Grenzen. Das sieht halt nur derjenige, der sich tatsächlich auch selbst im Parcours auseinandergesetzt hat und trainiert. Dass wir die ganze Zeit einen Film in unserem Kopf abspulen und zurückspulen und gucken, wo können wir noch Sachen verändern. Und diese tiefe Auseinandersetzung mit sich selber in Situationen, wo es vielleicht auch darauf ankommt, einen Sprung zu machen, wo man, wenn man ihn verkackt, sich am Ende bösartig verletzt oder vielleicht gar nicht mehr aufsteht. So existenzielle Bedingungen, das, was ich schon meinte, da findet man zu sich selber. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist, um ehrlich zu sein und ein ehrlicher Mensch zu sein. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann, glaube ich, kriegt man auch das, was drumherum passiert, irgendwie gut auf die Reihe. Hindernisse werden zu Möglichkeiten. Der Stadtraum zum unerschöpflichen Trainingsgelände. Wie hier in der Böcklerstraße im Bezirk Kreuzberg. Im gelben Dorf, wie es bei den Parkourläufern heißt. Betonarchitektur der 70er und 80er Jahre, ideal für Parkour geeignet. Es geht darum, die Umgebung umzudeuten, neue Wege und Bewegungsmöglichkeiten zu sehen. Dabei zählt in erster Linie die eigene Entwicklung. Rivalität und Wettkampf soll es nicht geben, aber das fällt selbst zwischen Freunden schwer. Ich habe bei mir selber gemerkt, ich habe über die Probleme damit irgendwie darauf klarzukommen, dass Ben beispielsweise Dinge besser kann als ich. Und umgedreht war das mit Sicherheit genauso. Und das ist ein Prozess über Jahre, wo man an sich arbeitet und guckt, dass man bewusst damit umgeht und dass man merkt, okay, das ist tatsächlich so. Und in dem Augenblick beginnt daran zu arbeiten, das eben auszuschalten. Manchmal ist es dann sogar so, dass er die Idee hatte, mir das dann sogar leichter fällt. Was ihn dann halt so ein bisschen wieder so, da kommt dann kurz so, was soll denn das jetzt so? Aber ich habe dann auch wieder die Möglichkeit, ihm zu sagen, wie ich da hingekommen bin. So. Und so ist es halt immer so ein Miteinander, aber trotzdem so ein immer konstant nach vorne bringen und weiterkommen. Parcours, das ist die Kunst der eleganten, effizienten Fortbewegung. Hindernisse sollen schnell und flüssig überwunden werden, die Bewegung immer unter Kontrolle sein. Trasseure nennen sich Parcoursläufer auch, was so viel heißt wie Wegbereiter. Anders als beim sogenannten Freerunning gibt es beim reinen Parcours keine Saltos, Pirouetten oder Flickflacks. Für Parcoursläufer wäre das Energieverschwendung. Für mich sind diese intensiven Momente, wo es darauf ankommt, einen weiten Sprung zu machen, wo ich danach sicher landen muss, wo es darum geht, sich tatsächlich in eine bestimmte Richtung zu bewegen mit einem gewissen Ziel, zu sagen, ich will dort runter oder ich will dorthin oder ich muss das und das erreichen, um dem und dem beispielsweise damit helfen zu können. Also dieser Nützlichkeitsgedanke, der da auch ein bisschen dahinter steht, das ist für mich so immer die treibende Kraft gewesen. Und nicht, ich will mich ausdrücken und ich will einfach Spaß haben die ganze Zeit. Das war es irgendwie nicht. Martin, Ben und Nico gehören zu den Ersten, die Parkour in Berlin trainiert haben. Angestachelt von Videos, die sie im Internet gefunden haben, noch bevor es massenweise Material auf YouTube gab. Nach Jahren des Trainings sind aus ihnen Profis geworden. In einer Halle in Berlin-Friedrichshain befindet sich jetzt das Trainingszentrum von Parkour One Berlin. Eine Vereinigung von Parkourläufern, für die Parkour mehr als nur ein Hobby ist. Wir haben es dann auch als unsere Aufgabe gesehen, weil halt Parkour immer bekannter wurde, immer größer wurde, halt auch eine Community hier aufzubauen und Leute zusammenzuführen. Das ist das, was wir heute immer noch machen. Und ja. Unter anderem ist das eben auch die Idee von Parkour One, zu sagen, Parkour zu größer zu machen, bekannter zu machen und auch den Leuten einfach näher zu bringen. Dank der Halle können die Trasseure auch bei schlechtem Wetter trainieren und spezielle Bewegungsabläufe üben, zum Beispiel für Stunts und Filmdrehs. Die gehören inzwischen zum Alltag und sind eine wichtige Einnahmequelle. Ebenso wie Coachings, Show-Events und das Training in Schulen und Jugendeinrichtungen. Von Parkour leben zu können, ist der Traum vieler Trasseure von Parkour One. Ohne Vermarktung geht das nicht. Trotzdem soll über all dem der ursprüngliche Geist von Parkour nicht verloren gehen. Es ist sehr interessant, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die in Berlin angefangen haben, Parkour zu trainieren. Die kennen klar David Bell,
Aber die ganzen Hintergründe, da setzt sich kaum einer mit auseinander. Also da haben wir sehr, sehr viel Zeit investiert, um wirklich auch nach Frankreich zu fahren, mit den Leuten zu sprechen, mit David zu sprechen und rauszufinden, was da wirklich passiert ist. Weil unsere Auffassung ist halt, wir können halt was erst verstehen, wenn wir die ganzen Hintergründe halt auch kennen. Und viele machen halt auf eine Bewegung reduziertes Training und setzen sich mit der mentalen Komponente und halt der Idee vom Parcours überhaupt gar nicht auseinander. Und damit gibt es schon den Unterschied zwischen so zwei, drei weiteren Teams, die in Berlin halt noch trainieren, und eben uns von Parcours. Der Franzose David Bell gilt als der Begründer von Parcours. Hier bei einem Show-Event in Berlin. Von seinem Vater, einem ehemaligen Vietnamkämpfer, hat er als Kind gelernt, sich im Einklang mit der Umgebung fortzubewegen. In den 80er Jahren entwickelt er daraus Parcours. Damals lebt David Bell in einer Banlieue von Paris, einem sozialen Brennpunkt. Heute ist er ein Star. Wer Parcours macht, sollte wissen, warum. Man sollte seine Motivation kennen. Will man es machen, weil man im Fernsehen irgendwas gesehen hat, oder will man es für sich selbst machen? Man sollte körperlich gut vorbereitet sein, langsam rangehen und sich nicht unter Druck setzen. Und in erster Linie sollte man Freude dabei haben. Schnell finden sich Nachahmer, die von den scheinbar übermenschlichen Fähigkeiten fasziniert sind. Die Parcours-Gemeinde wächst und stellt tausende Amateurvideos ins Internet. Mittlerweile hat sich Parcours auf der ganzen Welt verbreitet. Auch den Berliner Trasseuren liegt daran, den Geist von Parcours weiter zu vermitteln. Sogar zu Therapiezwecken. Beim Training mit Jugendlichen auf Drogenentzug zum Beispiel. Dreimal wöchentlich gehen Ben und Nico mit ihnen raus ins Grüne. Ein Frosch. Ein Hund. Und nochmal Brett. Hund. Frosch. Und das Brett. Der Kopf folgt der Hand. Geht nach oben. Dreimal. Liegestützen und Dauerlauf statt Heroin und Koks. Virgil, Deria und Justine leben derzeit im Wohnheim einer Berliner Jugendeinrichtung. Dort werden sie auf ein Leben ohne Drogen vorbereitet. Erst seit kurzem sind sie clean. Das Parcours-Training ist Teil der Therapie. Es soll ihnen helfen, wieder ein Gefühl für sich selbst, den eigenen Körper zu entwickeln. Deria ist 17 und macht gerade ihren Hauptschulabschluss. Früher hat sie Jazzdance getanzt. Für Parcours interessiert sie sich seit einigen Monaten. Eine ihrer liebsten Übungen ist das Balancieren. In kurzer Zeit hat sie große Fortschritte gemacht. Trotzdem fällt es ihr nicht immer leicht, dabei zu bleiben. Na, ich bin so eine kleine Perfektionistin, sag ich mal. Also, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss ich es auch schaffen. Und dann deprimiert es mich immer, wenn ich es nicht schaffe auf dem ersten, ja, auf der, also wenn ich es als, ja, wenn ich es jetzt gleich versuche, dass ich dann nicht gleich schaffe. Man muss sich halt immer steigern. Ja, und das ist halt so eine Grenze bei mir praktisch, dass ich dann nicht ausraste und nicht gleich anfange, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern versuche weiterzumachen. Hast du das früher gemacht? Bist du dann ausgerastet? Ja. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie das war? Naja, ausgerastet einfach, wir sind nicht um sich rumschreien und wir sind nicht die Wut kochen. Ja. Ziele stecken, an sich arbeiten, nicht aufgeben. Schlüsseleigenschaften, um wieder einen normalen Alltag führen zu können. Justine kostet es immer wieder Überwindung, nach draußen zum Training zu gehen. Dann aber ist sie voll dabei. Für jeden gibt es individuelle Hilfestellung. Die Parcours-Trainer kennen die Stärken und Schwächen ihrer Schüler gut. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die zum Erfolg verhelfen. Okay. Das sind so kleine Feinheiten. Und das ist nur der kleine Punkt, der ein bisschen mehr Halt gibt. Und dadurch wird das Ganze gleich viel leichter. Okay, und Dream muss man sich halt einfach suchen. Okay. Ich weiß nicht, ich sag meistens, ich kann das nicht so wie bei dem Ding runterklettern und dann habe ich es zum Schluss doch geschafft. So. Und dann bin ich immer sehr stolz auf mich. So. Ja, das ist schon cool. So. Na, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach das Körpergefühl.
dass das oft nicht komplett vielleicht verloren geht, aber dass es da auf jeden Fall Defizite gibt und man da direkt drauf achten muss und da versuchen muss, das halt langsam wieder aufzubauen, dass sie ein Gefühl für ihren eigenen Körper kriegen, ein Gefühl überhaupt, was sie können und was nicht, dass sie sich selber einschätzen können. Seit 2009 arbeitet Parkour One mit der Berliner Jugendeinrichtung zusammen. Das Parkour-Training hat auch einen positiven Effekt auf das Leben im Wohnheim. Die Zimmer sind klein, der Tagesablauf ist streng geregelt. Für Virgil war es nicht leicht, sich einzufügen. Parkour hat ihm dabei geholfen. Na, jetzt generell einfach, du bist auch disziplinierter, sag ich mal. Ich habe zum Beispiel nie aufgeräumt, nie sauber gemacht oder so. Und das macht man jetzt einfach. So. Du machst Dienste, du machst was für die Gruppe, man hilft sich untereinander bei Parkour. So, und jetzt helfe ich auch den anderen hier. Und ja, also man merkt es einfach, dass es gut tut. Später will Virgil einmal selbst mit Jugendlichen arbeiten. Als Kind war er schon einmal erfolgreicher Sportler, wurde Berliner Meister im Hochsprung. Auch bei Parkour machen ihm Sprünge am meisten Spaß. Aber hilft dem Parkour wirklich, nicht an Drogen zu denken? Naja, also Drogen sind schon was anderes auf jeden Fall. Also kann man eigentlich nicht vergleichen, weil du weißt, du hast was Gutes getan, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, du hast eher noch so, sag ich mal, ein Erfolgsgefühl, dass du nichts konsumieren musstest, um dich gut zu fühlen, und deswegen ist es auf jeden Fall besser. Wie es sich anfühlt, süchtig zu sein, weiß sein Trainer Ben aus eigener Erfahrung. Als Jugendlicher saß er Tag und Nacht vor dem Computer, kapselte sich von seiner Umwelt ab. Dank Parkour kam er von der Spielsucht los. In dem Moment, wo ich Parkour für mich entdeckt habe, habe ich wirklich Rechner aus, bin rausgegangen, habe trainiert und habe seitdem, also es war wirklich von einem auf den anderen Tag, habe ich es komplett unter Kontrolle gekriegt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, Parkour ist auch wieder so eine Art Sucht, weil sie sich ganz doll in das Leben von einem reingräbt und in ganz vielen Bereichen man Bezüge zu Parkour herstellen kann. Und ich finde es insofern halt jetzt nicht bedenklich, weil es immer noch was Gesundes ist, was wir tun. Und weil es auch was ist, was, ja, was einen selber halt wieder voranbringt und was einen selber auch in den, also als Mensch vorwärts bringt. Und ich finde definitiv in eine positive Richtung und nicht negativ.